Servus Leute, danke, dass du wieder eingeschaltet hast. Herzlich willkommen zu Let's Play Starbound Part 4. Ja genau, in der letzten Folge haben wir hier ein bisschen ein Haus gebaut und so. Und in dieser Folge kümmern wir uns darum, das Haus noch ein bisschen schöner zu machen und in die Mine zu gehen. Um das Haus noch ein bisschen schöner zu machen, müssen wir jetzt erstmal noch ein paar Sachen craften. Und zwar brauchen wir noch eine Tür. Ich guck mal, was es noch so alles gibt. Also erstmal noch eine Tür. Eine normale Tür. Und zwar die machen wir hier. Nein, eins zu viel. Ah, kein Problem. So. Hier Tür auf, Tür zu. Da machen wir auch noch ein bisschen Holz hin. Okay, dann will ich da oben irgendwann mal ein paar Balkon machen. Aber was ich eigentlich vorhatte, ist jetzt langsam ein Dach hochzubauen. Aber für ein Dach möchte ich so Ziegel oder sowas. Und da muss ich erstmal gucken, wie man Ziegel macht. Ich glaube nicht mal in dem hier, sondern was ganz was anderem. Wooden Planks, Wooden Window brauchen wir auch noch. Ne, ich sehe hier nichts von Ziegel. Schade. Okay, da müssen wir dann noch warten. Auf jeden Fall habe ich schon wieder vergessen, die Stoppuhr zu stellen. Naja. Okay, dann gehen wir. Wir könnten uns ja mal trauen, rüber zu gehen. Wisst schon wohin? Hallo? Voll Idiot. Rüber in den Dungeon. Gucken, wie weit wir schaffen. So auf gut Glück mal. Erstmal alles Unwichtige raus und los geht's. Sind auch schöne Ziegel da. Könnten wir vielleicht als Dach hernehmen. Auf jeden Fall erstmal den hier zerstören. Oh, Schusswaffen da hier. Der zieht aber weg durch das Leben. Kannst mal aufhören, um mich zu schießen, du. Lieber Mensch, du. Sollen der überhaupt darstellen? Auch noch mal ein paar Bandagen zu sich nehmen. Die haben alle schon Schusswaffen und ich weiß nicht, wie man Schusswaffen craftet. Wieder einer mit einer Schusswaffe. Ich habe hier nur Pfeil und Bogen. So wie David gegen Goliath. Hat da übelst die OP-Schwerter, aber killt mich trotzdem nicht. Komm hoch. Okay, wir haben so eine komische Spritze bekommen. Was hier so drin ist, da mal hinsetzen und wiederherstellen hier. Hier sind ja der Pharao. Okay, können wir wieder abbauen. So. Dann setzen wir hier erstmal eine Fackel runter, bevor wir ins Dunkle gehen. Bisschen zu weit. Wir haben keine Fackel mehr. Nee, ich glaube mit dem Dungeon. Muss ich ehrlich sagen, da mache ich jetzt lieber mal einen Rückzieher. Weil keine Fackeln und wir sind noch nicht allzu gut ausgerüstet. Schaut es euch einfach mal an hier, die haben Schusswaffen. 10 pro Schuss, 1 Schaden. Und pro Hit 4 oder so. Oder 9. Okay, später die UFOs. Oh nein, jetzt habe ich schon. Auf jeden Fall ist da eine Kiste und die ist schon mal sehr wichtig. Oh Mann, vierter Part und nochmal gestorben und ich habe schon wieder vergessen, den Timer anzumachen. Ja, ein kleines Küken. Los, wachs schnell. Und da sind wir wieder zurück. Pixel haben wir verloren. Warp to Planet. Und zwar gehen wir jetzt gleich rüber zur Kiste, instant.
Hallo? Oh nein, wir buggen fest. Ich hab's gewusst, dass es passiert. Sehe ich bei Terraria manchmal auch noch so. Müssen wir einfach mal da mal weglassen. Müssen wir uns was anderes überlegen. Dann gehen wir da erstmal rüber. Holen uns hier unser Zeugs. Bogen können wir dann auch gleich schon mal spannen. War ja noch so ein Kettensägen, Heini. Kettensägen, sage ich schon hier. So ein Maschinengewehr-Typi. Müsste jetzt gleich wieder kommen. In your face. In your face. Schwimmen oder was? Geh dich duschen. So. Apex-Ruin, haben wir irgendwas gekriegt? Ah, Waffen. Ja, geil. Das ist cool. Waffen. Habe ich auch noch nicht so erlebt, dass man so schnell hier an Waffen kommt. Aber kann man gleich mal ausprobieren, wenn wir auch Munition dafür haben. Na, so viel. Ah, man muss den Gegner anvisieren, um ihm wirklich Schaden zu machen. Aber da finde ich das Schwert, ehrlich gesagt, viel effektiver. Mal die Waffe ausprobieren. Okay. Ich weiß jetzt schon, wie ich den Part nehmen werde. Erste Waffe. Okay. Truhe öffnen. Gucken, was drin ist. Jawoll. Hey, besser geht's doch gar nicht. Also so viel Glück hatte ich am Anfang noch nie. Und da drüben ist gleich noch eine Kiste. Was ist denn hier los? Ist das dieser Flame-Ding? Nee, ist das der normale. Auf jeden Fall können die immer was Besonderes. Auf jeden Fall macht der übelst viel Schaden, das weiß ich schon. Vergiftung hat der. Und dann das ja, was ihr seht, das schubst den Gegner so weg. Macht zwar nicht allzu viel Schaden, aber gibt schon was. Boom, down. Einfach mal so. Sehr geil. Okay, Holz haben wir eh wenig. Wenig, ja, wenig. Bauen wir mal ab hier. Macht so Spaß, Holz abzubauen. Taschenlampe haben wir natürlich mal wieder nicht dabei, aber wir haben eine Spitzhacke und Kohle vorkommen. Ist alles geritzt, wenn das so ist. Okay. I drücke ich immer C. Und dann machen wir uns gleich mal schön viele Torches. Jetzt können wir I drücken und ausrüsten. Und zack. Und zack. Und zack. Ah, hier sind wir wieder in diesem Oktopusgebiet. So nenne ich das, weil die Bäume aussehen wie Oktopusse. Aber da gehen wir jetzt noch nicht hin. Weil es ist Nacht und es ist dunkel und ich habe fast kein Leben mehr. Aber wir machen mal Fackeln hier hin. Ah ja, was ich ausprobieren wollte, ob das jetzt eigentlich schneller geht. Jawohl, viel schneller. Geil. Okay. Müssen wir uns um Bandagen erstmal auch keine Sorgen mehr machen. Können wir nämlich gleich mal craften wieder welche. Bandagen. 7 Stück. Zack. Und hübsch. Und dann hauen wir uns gleich mal Bandagen rein. Bis zum geht nicht mehr. Und zack. Und da oben, habe ich schon gesehen, ist schon wieder Iron. Das heißt schon wieder. Ist wieder mal wieder Iron, sagen wir es so. Der macht 8 DPS, 3. Die sind ziemlich gleich. Ja, ich nehme aber die da. Statt den handigen Bau. Und da müssen wir das auch noch ausrüsten. Und dann platzieren wir einen Dirt Block mitten in der Luft. Zum Draufstellen. Okay. Zack, 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 zack.
schnell weg. Lalalalalala. Und da drüben ist nochmal Iron. Das nehmen wir gleich mit. Und es wird kälter draußen. Beziehungsweise es wird kälter. Nicht draußen, sondern hier unten. Desto tiefer wir kommen, desto kälter wird es. So, und da machen wir so. Zack, zack, zack. Kommen wir näher hin. Oh, auf meinem Ohr ist die Musik so dermaßen laut, das ist brutal. Da ist auch nochmal Iron, aber wir nehmen erstmal nur das damit. Und ich denke, wir können im nächsten Part sogar schon. Ja, ich möchte nicht zu voreilig sein, aber ich denke, im nächsten Part können wir sogar schon weiter hier hinuntergehen. Weil wir sind jetzt eigentlich ziemlich ausgerüstet. Auf jeden Fall würde ich sagen, ich weiß nicht, wie lange ich aufgenommen habe, weil ich habe vergessen, Stopper zu stellen. War es das erstmal für den heutigen Part. Übermorgen geht's weiter, beziehungsweise jetzt gleich für mich geht's jetzt sofort gleich weiter. Ich wünsche euch viel Spaß. Vielleicht bringe ich auch 3 Folgen am Tag raus, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß mit den nächsten Folgen, die kommen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Hoffentlich seid ihr beim nächsten Mal auch noch dabei. Und Servus.